Aber das hier scheint sich loottechnisch wirklich zu lohnen. Vor allen Dingen ist es relativ dünn besucht, was Gegner betrifft. So, da würde ich gerne nochmal hoch. Aber hier gab es ja eine Treppe, ne? Dass wir nochmal gescannt haben, aber hier ist noch nichts mehr weiter. Jetzt müssen wir nur aufpassen, hier ist noch Fledermausland. Ich weiß nicht, was hier noch kommt. Ich glaube, hier sahen halt. Hier waren noch irgendwie immer drei, die an der. Genau da hinten. Das könnte jetzt nochmal hässlich werden. So, ihr begegnet gar keinem mehr. Haha. Headshots sind ja halt mega belohnt, ne? Ist halt ein bisschen doof, dass der halt immer wieder an der gleichen Stelle. Ich denke, wenn ich jetzt wieder reingehe, sind die wieder an der gleichen Stelle. Es gibt wohl. Je mehr Unruhe du stiftest, desto mehr Gegner sind dann auf der Map. Aber ich weiß halt nicht, ob die sich dynamisch an anderen Positionen verteilen. Ich glaub's fast nicht. Außerhalb müssten jetzt hier noch welche sein. Ich frage mich jetzt halt wirklich, hier waren wir. Hier waren wir auch. Hier hinten waren wir. Oh nein! Ich habe nur noch einen Dietrich, ne? Ich weiß, dass es hier eine AK gab. Was gab es denn hier? Ich habe es nicht gesehen. Hat er meine eigenen Schritte gehört? Total weird, wenn einem das passiert. Ich weiß, dass hier hinten noch welche rumsträuchen. Oder zumindest sind hier mal welche Patrouille gelaufen. Hier vorne. Und jetzt auf jeden Fall die AK da oben raus. Wenn es die noch da gibt, das ist jetzt natürlich die zweite Frage. Aber eigentlich sollte es das. So. Genau, da ist sie nämlich. Und zwar hier hoch. Dann hier durch. Geil.
Die Frage, ob das jetzt ein geiler Tausch war. Aber ich würde es mal sagen, schon. Staune keine Wache. Sind die Wachen wohl doch dynamisch platziert, weil hier ist mein Lagerfeuer von dem ersten Run. Könnte ich halt Sachen herstellen. Und hier hinten, das Event ist zum Beispiel auch neu. Fuck. What a stench. Why do the eggheads need dead animals anyway? So, wir konnten leider das Ganze nicht zu Ende hören. Das ist ganz offensichtlich ein Leichentransport. Ja, ne? Können wir eigentlich rausgehen? Just in time, weil hier kommen wir halt nicht rein. Kommen wir halt nicht rein, das ist blöd. Aber wir haben ja auch alles geschafft, sag ich mal so. Können halt da hinten. Ne, da hinten sind wir gespawnt, ne? Können wir mal gucken, ob hier hinten noch was rumliegt. Tatsächlich, hier liegt noch Zeug. Da wäre ich fast rausgegangen und hätte Loot liegen gelassen. Um Gottes Willen. Und das mir, Alter. Wenn das mir passiert wäre. Stellt euch das mal vor. So, warum gehen wir in die normale Ration? Der hat gar nichts geleistet. So tut es mir sein, dass sie wieder scheiße aussieht, ne? Wie ist das doch? Das ist sehr wichtig. Wir haben jetzt auch noch eine AK. Was ist denn, wenn wir dem die AK geben? You know, Igor, this isn't the shittiest. How about a radio or a... Blah, blah, blah. I don't have... Damn, is this place up... Was wir noch sind Team. Sure. Er braucht halt wirklich mal eine Rüstung, ne? Das ist ja meine. Ach, dann, was? Dann sinkt sein Kampf? Und sein Geschick? Okay. Dann behalte ich den mal lieber. Spack die mal hier rein, Kollege. So. Oder ist die besser? Ne, die ist sogar schlechter. Metall, ey. Das hat sich mal richtig gelohnt. Krass.
Wird trotzdem wieder nicht reichen, sei jetzt wie es ist. Ganz ehrlich, es wird wieder nicht reichen. Zumal ich mich ja jetzt auch noch kümmern muss, dass die Bude in der Masse flott ist, ne? Ich mach jetzt mal das Wichtigste. So, 4 Dietriche. Damit sollten wir eigentlich gut hinkommen. Dann müssen wir was gegen den Strahlungsscheiß machen. Brauchen wir es nicht, aber das brauchen wir. So, dann etwa. Ist es jetzt immer noch minus 10? Als ob. Ich rate mal, da kommt bestimmt noch was auf uns zu. Luftwäschegerät brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das brauchen wir auch nicht. Das haben wir. Dann brauchen wir Igors Tasche. Produziert Chernobylit, Anti-Chernobylit Brenner. Den braucht man nämlich. Eine Strahlungskammer. In der Strahlungskammer kannst du dich selbst zerstören und auf diese Art alle deine Items behalten. Mit diesem Gerät kannst du Strahlung nutzen, um deinen Körper sofort aufzulösen. Wenn du dich je in einer hoffnungslosen Lage befindest, kannst du dein Leben so kurz und schmerzlos beenden. Was? Henker? Warum sollte... Dude, was? Bevor wir das machen. Auch Keramikplatten. Ich glaube, ich muss keine Keramikplatten für ihn ausrüsten, oder? What's going on, Igor? Can we swap some stuff, Olivier? Sure. So viel macht das jetzt aber nicht aus, ne? Immerhin muss ich keine Platten reinlegen. Hoffe ich. Ich hoffe, dass die Chancen wirklich steigen. Das ist nicht billig, die Scheiße, ne? Lost Munition aus. Wie viel haben wir denn noch? Revolver brauchen wir keine. Wir haben keine Shotgun-Muni mehr. Ein Magazin. Ja. Natürlich kostet es 4 Schuss. Nix. Nix. Das Ding ist so groß, dass es nicht mal hier reinpasst. Was zum Henker? Scheiße. Und vor der Basis minus 600. Geil. Der macht sogar Schaden.
Einmalig einsetzbare Wurfwaffe wird automatisch verbraucht, wenn du versuchst, eine Tschernobyl-Barriere zu beseitigen. Okay. Es gibt immer eine Barriere pro Map, glaube ich, ne? Eine unglaublich seltene Substanz in kristallisierter Form, Eigenschaften und Herkunft sind unbekannt. Ich kann es herstellen. Das brauche ich eigentlich zum Reisen, ne? Cool. Ich habe ja zwei. Damit nullen wir das Ganze, ne? Da die Frage. Plus 60. Plus 60. Wisst ihr, wie viel ich davon bauen muss, damit das hier irgendwas bewirkt? Warum sollte man so einen Tschernobyl-Thron bauen? Sich die Leute reinsetzen oder was? Mega cool. Das sind halt auch zwei Mechanikteile, ne? Beides. For what? Was muss ich denn hier alles bauen, Leute? Wollen wir doch wohl veräppeln? Teilchenbeschleuniger. Produziert molekulare Plasmawerfer, Batterien, Railgun und Flüssigkernkugeln. What the hell? Ach, das ist für eine Railgun. Gewehr, Schrotflinten, Revolver. Wie komme ich denn an Teammates? Ich glaube, ich muss das wirklich mal. Ich muss das wirklich craften, ne? Also ich muss wahrscheinlich einen Überfall machen. Ansonsten macht das gar keinen Sinn hier. Dann bauen wir jetzt erstmal. Kann ich hier was bauen? Damit kann ich. Bauen jetzt erstmal noch so ein blödes. Blödes Teil hier. Hilft ja nichts. Ja, cool, ne? So, ich wollte noch was zum Essen basteln. Nein, ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte. Basisverbesserung? Nein. So doof. Hier. Warte mal, wer keine Pilze mehr hat. Ich. Warum ist denn so ein scheiß Flutlichtstrahler so gemütlich? Wollt ihr mich verarschen? Ganz ehrlich, ich baue ja alles voll mit Flutlicht, ne? Wenn ihr das so toll findet, könnt ihr das gerne haben.